Servus, der Marc von Physik to Business hier bei mir im Kanal dann für ein Nose Piercing, ein Ohrläppchen. Dein allererstes Piercing? Genau. Oder? Jo. Und ja, das hat richtig gefragt, ob wir das eben mit der Nadel machen und richtig machen, und zwar nicht mit der Pistole, das ist vollkommen richtig. Machen wir auch, da gibt es auch so Systeme, ich glaube im Internet für YouTube gibt es auch so Studex-Systeme und sowas, wo man es so durchdrückt mit irgendeinem Quatsch. Und ich weiß schon, was das genau ist, aber das ist alles Blödsinn. Es gibt nur einen wirklich seriösen und sicheren Weg, das ist die Nadel, die man einfach ganz steril verpackt, frisch für jeden Kunden nimmt und damit sticht und nichts anderes. Und die ganzen anderen Systeme sind einfach für Leute, die keinen Gewerbeschein haben und einfach irgendwelche Leute für 10 Euro oder 20 Euro piercen wollen. Das ist alles ein Scheiß, bitte nicht machen lassen. So, wir werden jetzt mal die Ohren desinfizieren. Ja, immer noch 1000 Desinfektionstupfer da. So. Und? Nervös? Ein bisschen. Keine Ahnung, so was habe ich gemacht. Geimpft? Blutabnehmen? Achso, ja. Schockab, oder? Auf jeden Fall. Also, das ist so, wenn du das gemacht hast. Wie alt bist du denn, Alter? Ich bin jetzt 18 geworden. Und hab halt. Alles gut, ne? Danke. Man muss nicht 18 dafür sein, man darf auch 14 dafür sein, rein theoretisch. Damit 18 natürlich noch besser, davon will ich machen, was er möchte. So. Meine Eltern wollen es immer noch nicht. Wirklich? Und ja, es ist teilweise. Ist meine Entscheidung, ich habe auch kein Problem damit. Du, das ist ja genauso, ist es ja. Sie haben gesagt, ich soll es mir nochmal überlegen. Ja, das ist ein tragisches Thema. Nein, eigentlich nicht. Also, wenn es mal nicht überrascht. Ich habe auch jetzt gerade in Ordnung schauen. Zeigst du wieder zu oder man sieht es auch. Das geht dann nichts. So, ich zeige es dir mal im Spiegel. Das ist eine Stelle, die finde ich für einen Mann sehr gut. Nehmen wir mal die Hand. Achso. Da kannst du quasi, ist in alle Richtungen sein, schön mittig im Ohrläppchen drin. Ja. Du kannst das dehnen, große Ringe rein und stecken. Ja, drin, und alles, was du willst. Ne? Stecker oder ein Ring. Okay. Alles. Ja. Ja. So, machen wir so? Passt. Perfekt, dann machen wir das so. So, mein Lieber, dann würde ich mal starten. Ich ziehe meine Sterilhandschuhe aus und dann geht's gleich los. Also, ein Schritt näher. Was machst du sonst so? Schüler oder studierst du? Ich bin jetzt fertig geworden mit der Schule, jetzt bin ich gerade beim Zivi. Ja, wo? Bei den Johannitern, Herrn. Macht Spaß? Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt momentan noch in der Ausbildung. Sprich, ich mache gerade noch nichts außer Lernen. Ja. Gut. Naja, jetzt bin ich es. Ist eine schöne Alternative. Das Bundesheer, weiß ich nicht, ob das ist auch lustig, aber. Ja, es ist halt kürzer, aber um ehrlich zu sein, der wichtigste Punkt für mich war, beim Zivi verdienst du auch wirklich was, beim Bundesheer ist wirklich lächerlich bezahlt. Ach so, echt ja, jetzt? Ja. Was kriegst du vom Bundesheer? Im Bundesheer wird man, ich weiß nicht, 400 Euro oder sowas im Monat. Und dann Zivi? Man ist nicht mal zu Hause. 1000? Also jetzt, momentan bei der Rettung ist man auch am besten bezahlt, muss man auch sagen. Aber ich verdiene 1000 bis 1100. Hängt vom Trinkgeld ab, ja. Ja, das ist, aber das ist natürlich, das ist Doppelte, ne? Das ist echt nicht wenig. Man kann sich gut was ansparen, außerdem kann man nach wie vor zu Hause wohnen, man muss nicht irgendwo in eine Kaserne oder so. Ja, ich meine, Bundesheer ist so, weil es ist halt, glaube ich, so ein bisschen, manche mögen das, ich glaube, das ist einfach, wie man es mag, manche finden das geil, Kaserne, Panzer fahren, saufen bis zum Abwinken, ja, und so Karo-Kommandos, aber, und andere sagen, das sind wir nicht, ja, aber das ist, glaube ich, jeder, wie er Bock hat, da gibt es keinen falschen, aber Zivi,
man nimmt ja was mit davon, ja, wenn man so sicher. Das war's schon. Ja, eigentlich schon. Außer also, nochmal. Nein. Also das ja, ging jetzt relativ schnell. Das ist weniger leer als vorher. Ja, danke. Ja. Überlegen wir vielleicht, dass ich doch den Stecker nehmen soll. Aber das ist. Flächenstecker, oder was? Nein, dieser Blitzende. Ja, ich kann es dann tauschen. Was würdest du empfehlen? Nein, ich glaube, ich lasse den, oder? Also, sagen wir so, mit dem Glitzerring habe ich erst gedacht, du haust den Glitzer rein, ja? Also, aber. Nicht immer. Und den muss ich ja. Sag mal so, wenn deine Eltern eh dagegen sind, oder nicht dagegen, aber nicht so toll, dann bist du mit dem wahrscheinlich besser unterwegs. Ja, stylischer, ja. Cooler ist der andere. Keine Frage. Aber ich würde sowieso einen Ring nehmen, sobald ich den abnehmen kann. Können wir in 6 Wochen? Ja, genau. Also, das musst du. Ja, ist das jetzt. Passt schon. Gut. Wichtig. Hände waschen, Hände desinfizieren, bevor du das Piercing reinigst. Ja? Ja? Nie mit schmutzigen Fingern hingreifen. Ich will schauen, das Ziel, dass ich mal mit dem desinfizieren. Schau mal her. Probier mal das hier. Und das ist, komm einfach. Sehr angenehm. Okay. Riecht gut. Ja. Und macht auch die Hände schön hygienisch sauber. Also immer Hände waschen, Hände desinfizieren. Ja? Das ist in deinem Job eh wichtig, bevor du das Piercing angreifst. Okay? Mhm. Dann nimmst du bitte das Pondolin Spray. Pondolin Spray kriegst du von mir. So. Das ist das hier. Okay. Das geht jetzt. Pondolin Spray und Gel. Zuerst nimmst du den Spray, sprühe den Spray vorne und hinten auf dein Rohr. Lass es einwirken 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden. Ja, das ist ein wahrscheinlich. Hm? Das brennt wahrscheinlich. Na gar nicht. Das ist ja heiß, ja schlimm. Ich würde nichts geben. Ja. Das brennt nicht. Gut, Mensch. Nein, das spürst du gar nicht. Das ist okay. Wie Wasser, das da spürst. Okay. Sprühe es quasi drauf, vorne, hinten. Lass es kurz einwirken 30 Sekunden. Nach den 30 Sekunden nimmst du eine Küchenrolle. Die sprühst du damit auch an, mit feucht. Aha. Wenn die Küchenrolle feucht ist, wischst du bitte vorne und hinten das Piercing ab. Aha. Dann nehmen wir Pondolin Gel. Davon reicht ein Tropfen. Okay. Guck mal auf den Finger. Aha. Vorne hinten drauf tupfen. Und bewegen das Piercing vorne zurück. Okay. Und dadurch kommt das Gel in den Stichkern rein. Und das Ding raus, den tue ich gar nicht? Genau. Das kommt nicht raus. Das bleibt immer drin. Also quasi zur Sicherheit nochmal hier, einfach nochmal durchlesen. Es bleibt immer drin. Wir sprühen es ein. Mit dem, wir lassen es einwirken, 30 Sekunden, nehmen eine Küchenrolle zum Putzen, putzen vorne hinten ab, lassen es drin, nehmen das Gel, tropfen auf den Finger, vorne hinten, Piercing vorne zurückbewegen und das war's. Und das zweimal am Tag? Ja. Okay. 3 Wochen zweimal am Tag, 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück. Haarefärben machst du eh nicht, wer 6 Wochen nicht erlaubt, schwimmen gehen bis hier, Sport, Duschen, Haarewaschen, Sport und das wieder ganz normal. Okay? Am Morgen. Wenn du dich duschen willst, kannst du den Körper abduschen, aber die Haare würde ich halt nicht schaffen. Ja. Okay. So, das war deins. Noch Fragen? Eigentlich nicht. Danke. Ja. Danke dir fürs Kommen, hat mich gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder zum Wechseln, weil in 6 Wochen sollten wir das Piercing wechseln. Achso, das erste Mal bei dir. Den Ring bitte kauft bei uns, wenn du nicht so einen Modeschmuck klippen willst. Nein, nein. Weil am Anfang war mal Titan oder Piercing-Schmuck, den kriegst du bei mir. Ganz wichtig, eben nicht vom Claire Six allerlei oder irgendwas, also den Bims nehmen, kauf was Vernünftiges und ich tausche das erste Mal. Später darfst du es tauschen, wann und so oft du willst, ja. Auch ohne mich, aber die erste Kontrolle würde ich gerne hier machen. Ja, natürlich. Passt. Danke fürs Zuschauen, danke dir fürs Filmen lassen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.